Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 15.07.2019. So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein und da haben wir von gestern wieder den Raupenrekrut und die Schmetterlinge, Magma und hier Wüstendominiererin und so weiter. So, ja, dann fangen wir doch einfach mal auf der rechten Seite an mit dem Shaka-Emote. Der Shaka-Emote für 200 V-Bucks kriegt von mir 7 von 10. Da haben wir ein aktuelles Voting von 4,42 von 5 bei 12 Votes am 25. Juni 2019 das erste Mal drin gewesen. Ja, drei Reminders bis jetzt. Voll ablachen für 500 V-Bucks. Dieser Emote macht immer wieder mal Sinn. Ist auf jeden Fall cool. Kriegt von mir 9 von 10. Dann hat hier ein Voting von 3,84 von 5 bei 37 Votes am 4. Juni 2018. Das erste Mal drin gewesen, 12 Mal seit dem 102 Reminder. Das letzte Mal im Shop vor 36 Tagen am 9. Juni. Dann haben wir hier diesen Ringer, diese Ringer-Trainingspuppe. Grausam, einer der hässlichsten Skins des ganzen Spiels, Biekchen, für 1200 V-Bucks und das Teil kriegt von mir einen von 10. Und es hat auch eins der schlechtesten Bewertungen im ganzen System, 1,71 von 5 bei 24 Votes nur. Am 2. März 2019 das erste Mal drin gewesen, dreimal seitdem drei Reminders, das letzte Mal im Shop vor 134 Tagen am 3. März. Die Hypermelone für 300 V-Bucks. Ja, ist okay, ist aber jetzt nicht der Oberbrüller, kriegt von mir 7 von 10. Hat hier ein Voting von 3,86 von 5 bei 7 Votes. 26. Juni 2019 das erste Mal drin gewesen. Zweimal seitdem 5 Reminders. Der Frontspeer. Ich kann mich irgendwie an den jetzt gar nicht so wirklich erinnern. Jetzt bin ich gespannt, wann der das letzte Mal drin war. Für 1200 V-Bucks. Ein seltenes Frontspeer-Outfit. Kriegt von mir 5 von 10. Uiuiui, jetzt bin ich gespannt. Das ist ja ein richtiger alter Skin. 4 von 5 bei 13 Votes am 3. November 2017 das erste Mal drin gewesen. 17 Mal seitdem 22 Reminders. Und jetzt bin ich gespannt. Das letzte Mal im Shop. Eieiei, krass. Vor 308 Tagen. Ist fast ein ganzes Jahr her. 10. September 2018. Ich bin schon gewundert, ich denke so, what the fuck? Hä? Okay. So, haben wir den Dämonenschädel. Das Teil ist mega geil. Eine der geilsten Picken im ganzen Spiel. Geht von mir 10 von 10 für 1200 V-Bucks. Hammer. Ja, die ein Voting von 4,45 von 5 bei 11 Votes. Am 8. April 2019 das erste Mal drin gewesen. Viermal seit dem 25 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 21 Tagen. Der Dämonenschädel. Jo, kommen wir zu der Magma-Lackierung, die hat der Herr sofort, ja. Für 700 V-Bucks. Mega cool. 9 von 10. Wir klicken mal hier ganz kurz durch die Modelle durch. Er hat hier ein Voting von 4,44 von 5 bei 41 Votes am 29. März 2019. Das erste Mal drin gewesen. 5 Mal seitdem 168 Reminders. Das ist ganz schön viel. Das ist jetzt mal im Shop vor 40 Tagen am 5. Juni. Jo, dann haben wir das Set von gestern. Da können wir einfach mal ganz kurz durchklicken. Schmetterlinge haben wir jetzt einmal bis jetzt auf der Map gesehen bei einem Duo-Match. Leider haben wir sie im Match dann nicht mehr getroffen. Das heißt, wir konnten das aus dem Replay nicht mehr rausnehmen. Den Raupenrekrut bis jetzt noch nicht gesehen auf der Map. Ja, Fliegenfänger. Gucken wir doch einfach mal in die aktuellen Noten rein dieser Skins. Wir haben einmal hier Flutter, 3 von 5 bei 16 Votes, 26 Reminders. Oh, jetzt hat sie es umgedreht,
Habe ich mir schon fast gedacht. Ich habe mich gestern schon gewundert, warum hat der Pillar mehr als die Schmetterline? Jetzt hat der Pillar nur noch 2 von 5 bei 13 Votes. Jetzt gucken wir mal. Dieser Fliegenfänger. Der Flycatcher. Ja, jetzt normalisiert sich das hier auch ein bisschen. 3 von 5 bei 6 Votes. Jo, hätte mich auch alles ein bisschen sonst gewundert. So, jetzt kommen wir hier zu diesen zwei Items noch. Das ist die Wüstendominiererin. Mega beliebter Skin. Ich finde sie nie so wirklich toll. Wisst ihr ja. Ist okay, kriegt von mir 4 von 10. Für 800 V-Bucks. Vor allem, ich meine ganz ehrlich, Wüstendominiererin, also meiner Meinung nach reicht es, wenn man dann den Scorpion für benutzt. Das ist für mich eine Wüstendominiererin. Aber Desert Dominator, ich mir das jetzt angucke. Hier, 3,87 von 5 bei 15 Votes. 9. Juni 2019 ist das mal drin gewesen. Zweimal seit dem 21. Wir meinen das letzte Mal im Shop vor 36 Tagen. So, dann haben wir diesen Aufklärer hier. Der finde ich sieht ein bisschen besser aus, auf jeden Fall. Denkt von mir 6 von 10 für 800 V-Bucks. Relay hat hier ein Voting von 3,43 von 5 bei 14 Votes. 9. Juni 2019 ist das mal drin gewesen. Zweimal 8 Reminders. Ja, das war's vom heutigen Itemshop. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News. Mit mir dann gleich, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.